Commander i7000, die jetzt in den Ring einfährt. 7000 Liter, 36 Meter Gestänge, Safe-Track-Lenkung mit elektrodynamischer Kontrolle, automatische Gestängeführung, ebenfalls dreifach hydraulisch geklappt. Und jetzt kommen ein paar wilde Namen, wie zuvor auch schon, mit Auto-Wash und Auto-Fill ausgestattet. Was verbirgt sich dahinter? Eine automatische Innenreinigung und Befüllung. Dann auch, ich lasse die Wörter jetzt weg, die können Sie dann bei Hardy nachfragen, eine automatische Rührwerksregelung in Abhängigkeit vom Behälterfüllstand und auch eine automatische Teilbreitenschaltung via GPS und dem entsprechenden Rechner der Firma Hardy. Ebenfalls eine elektrische Einzeldüsenschaltung und Druckzirkulation ist auf dieser Maschine verbaut. Gerade vor dem Hintergrund Reinigung, ob das Hardy ist, die schon seit Jahren eigentlich angefangen mit dem Autowash auf elektronisch unterstützte Systeme bauen, über kontinuierliche Innenreinigung, wird der ein oder andere sagen, naja, das ist ja alles schön und gut, an einer großen neuen Spritze macht das alles Sinn. Was mache ich mit meiner kleinen Dreipunkt oder mit meiner kleinen gezogenen? Es gibt durchaus auch die Möglichkeit bei den Firmen Agrotop und Herbstpflanzschutztechnik, die hier auch auf dem Gelände sind, über Nachrüstsätze zur kontinuierlichen Innenreinigung sich zu informieren. Denn das, denke ich, ist die einfachste Möglichkeit, sich eben auch für seine gebrauchte Spritze gut aufzustellen, ohne dass es immer gleich die neue Spritze sein muss. Auch wenn die Hersteller, denke ich, ein Interesse daran haben, Spritzen zu verkaufen, aber das tut es auch noch nächstes Jahr. Auch hier jetzt im Bereich die Geschwindigkeit sehr gut und akkurat eingehalten. 8 Kilometer auf der Holperstrecke, die 5 im Vorgewende. Und jetzt wird ein bisschen Gas gegeben, hoch auf 11 km/h, 12, so, also eigentlich das, was gefordert ist. Und ich denke, auch hier durchaus jetzt schon die Regelung deutlicher sichtbar durch die breite Arbeitsbreite in der Darstellung etwas einfacher und besser zu erkennen. Nicht, dass diese hier besser ist als irgendwelche anderen, da machen Sie sich Ihre eigenen Eindrücke bitte.